Bewusst aufmerksam wurde ich auf AMIS während des Europäischen Orthopädenkongresses 2009 in Wien. Ich verwende diese Methode aufgrund der sehr guten klinischen und funktionellen Ergebnisse und der außerordentlich hohen Patientenzufriedenheit. Gerade die bei herkömmlichen Techniken oft zu beobachtenden Schmerzen seitlich am Hüftgelenk, die immer wieder als Schleimbeutelentzündungen abgetan werden, stellen aber in Wirklichkeit Sehnenschäden dar, die wir eben mit der AMIS-Technik praktisch überhaupt nicht mehr sehen. Wir haben jetzt eine Operationstechnik, mit der man sehr gut reproduzierbar und sehr sicher muskelschonend Hüftprothesen implantieren kann.